Bin dran. Genki, ist Mr. Sumida noch da? Ja, er ist gerade bei Haley. Sie hält ihn für dich hin. Super! Ich hoffe, er sagt mir, wie ich meinen Aufsatz schreiben soll. Den hast du noch nicht fertig? Also, da ich schon die Zusage der ESU habe, könnte ich dir helfen. Nein, du machst schon mehr als genug. Und wenn du mich ins College bringst, kann ich mir das dann ewig anhören. Ja, wohl wahr. Von der Limo. Das ist die Spinne. Auf ihn. Das ist die Spinne. Das war's für dich, Spider-Man. Paparazzi sind schlimm genug. Aber Paparazzi mit Waffen. Spider-Man wirft mit Sachen. Wisst ihr eigentlich, wie mies ihr seid? Hochschaut. Warum könnt ihr die Leute nicht in Ruhe lassen? Nicht die Nüsse! Krieg dich! Die Maske ist der Burner! Danke dir! Sehen wir uns mal den VIP in der Limo an. Den VIP. Oh, Krankenhaus. J. Jonah Jameson. Das muss ich Spider-Man sagen. Was geht, ey, Marcel? Danke erstmal. In Ordnung, Mr. Jameson. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Spider-Man, du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Dreh noch einen Hydranten zu, dann komme ich. Mr. Jameson, hier ist Spider-Man. Sind Sie wach? Ich komme. Von links. Hey, Spider-Man. Guck mal, wer da ist. Was? Wo bin ich? Spider-Man! Jonah, mein Sonnenschein. Ist okay? Hilfe! Ich wurde entführt! Was? Nein, ich helfe Ihnen, Mann. Mach ein Foto davon. Maskierte Kriminelle entführen beliebten Zeitungschef. Manches ändert sich nie. Seien Sie bitte nett zu den Ärzten. Oh, sie haben mich entführt. Gegen meinen Willen. Ich weiß. Ja, bis. Oh Mann, ey. War mir schon klar, dass du zockst. Aber J. Jonah Jameson geht nirgendwo hin. Habt ihr kapiert? Ich gehe nirgendwo hin. Alter, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Mr. Parker, wo sind Sie? Direktorin Evans. Hallo. Ja, ich bin es, Peter Parker. Tut mir leid, es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Alt. Krass, ich hab's wirklich getan. Wo ist Mr. Sumida? Oh, er ist gerade weg. Er sagte was von Urlaubsreise. Was? Was? Das ist unglaublich, Haley. Und während du weg warst, habe ich erfahren, ich kriege das Rand-Stipendium. Ist das dein Ernst? Bro, das ist wie ein Vollstipendium. Oh. Ein großer Tag für alle. Nach dem Patch, also ich warte bis die 60, es muss richtig butterweich laufen, ne? Das Game. Ich kann auch nicht wegschauen. Richtig butterweich, so wie Lies of P. Ich weiß, es sieht nicht. So muss es laufen. Und dann hole ich mir das, dann zock ich's. Ich weiß. Das ist absolut lächerlich. Ich war sehr enttäuscht am Anfang von der Performance. Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen. Nicht sie im Stich zu lassen. Sie sind gefeuert. Alter. Du bist Spider-Man? Muss schwer sein, einen Job zu behalten.
Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Das so begabt auf Leistung und alles andere auch schön muss und so. Hey, soll es laufen, wenn es mal. Ja, genau, probier's mal aus. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Dazu. Haupt, das Aussehen ist nicht so wichtig. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist wichtig, aber ich will ein gutes Spielerlebnis. Wir waren früher beide beim Juge. 60 FPS natürlich, ne? So, dann brauche ich Sammlungen. Nein. Ed, danke, Miles. Kein Problem. Vielleicht schicke ich noch welche, wenn ich Zeit habe. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt. Zeig mir New York. Bitte. So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Peter! Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar, damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting, aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. So, Karte, Geräte, die Karte zeigt Aktivitäten. Das kenne ich alles. Ich drücke alles weg. Ich brauche es nicht, oder? Brauche ich es? Nein. So, wo muss ich hin? Tut mir echt leid. Schön. So, wie war das jetzt? Ah, stopp. Genau. Meine Großmutter sprach immer davon. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Mein Anzug ist überall voller Sand. Ich sollte mich lieber mal umziehen. Oh, das macht er jetzt von alleine, echt?
Punkt für die Guten. Okay. Im Teil davor musste ich alles selber machen. Das Auto selber zum Stehen bringen. Das macht er jetzt von alleine, okay. Was will er jetzt genau? Welches Motiv will er? Wenn nicht, egal. Ich mache jetzt erstmal weiter, bevor ich hier zu viel Zeit hier verliere. Wie die da reinkommen, mit dem Fallschirm. Diese Transaktion werde ich melden müssen. Das ist mein bester Stoff. Ich störe euer Meeting nur ungern, aber... Moment, stimmt gar nicht. Aus dem Weg. Oh Mann, das hat echt Pech gehabt. Ich hab... Bei Geschäftsabschlüssen. Krass, Mann, ey. Und rechnet mit Spinnen. Also der Schwierigkeitsgrad ist jetzt schon, muss ich sagen, zu einfach. Das Spiel ist auch bis jetzt sehr gut, muss ich sagen. Und ich würde gerne aber noch, vielleicht kommt es noch, es kommt bestimmt später, erstmal mache ich das hier. Ich total, aber wenn mir zu warm wird, gehe ich einfach in die Bodega mit der feinen, feinen Klimaanlage. Wie sieht's aus? Gut, wenn es voll ist. Da ist ein Kristall. Was ist das alles hier? Ich dachte mir, dass wir uns wiedersehen. Sand in den Stiefeln, Sand überall. Ein Albtraum! Schon. Jetzt sehe ich mir den Kristall an. Jemand beobachtet uns, Kimia. Aber jemand beobachtet Sorgen. Uns. Das ist mein Job. Marco glaubte, er wird beobachtet. Und er ist Kimia.
So, da wäre was. Oh, das mache ich ganz schnell, ganz schnell. Oh, shit. Ich habe schon vor einem Moment gedacht, der Silver Surfer, ne? Sieh mal, wer da in der Gegend ist! Hey, ich wollte gerade das Helm über dich sagen! Könnte meinetwegen zur Gewohnheit werden. Klingt nach einer guten Ausrede, um ein Spider-Mobil zu bauen. Haha, ist das geil! Oh. Mann, das wäre so richtig geil, wenn es hier Koop geben würde, ne? Dreimal Werbung, hat angezogen. Also ich kann euch sagen, ich habe die Werbung sehr reduziert. Und die dreimal Werbung, die kommen immer am Anfang vom Stream. Nach 15 Minuten oder so, und die sind nicht von mir. Die sind von Twitch. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Definitiv. Ich kann nochmal nachschauen. Noch nie Werbung gehabt. Ja, du kriegst nicht, weil du abonniert bist, aber ich hab... ...15,45... ...eine Sekunde... Ich hab das so gelassen, wie es eingestellt wurde. Auch ohne Abonnie. Was hast du dann? Hast du dann Twitch Turbo? Nee, alles gut. Nee, ich kann es schon nachvollziehen. Ich weiß, dass es keine Kritik an mich ist. Nur ich, mir fällt es ja selber auf, ich krieg das immer eingeblendet. Weil die hauen das einfach raus. Die machen halt einfach drei Werbungen hintereinander. Und ich kann da einfach nichts machen. Oh shit! Schaut mal an, wie viele Variationen es hier gibt. So, Miles hat die besten Anzüge, ne? Das sehe ich jetzt schon. Stylish? Hey, MJ. Hey, ich wollte Werbung ist schon... Ich weiß. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Yep. Yep. Was für ein erster Tag für dich. Hoffentlich ist morgen weniger los. Ja, das muss es sicherlich. Aber ich kann euch sagen, zum Beispiel auch auf YouTube, als YouTube-Partner muss ich in allen meinen Videos muss ich Werbung anschauen. Ich komme da nicht drum herum. Ich muss auf meinen eigenen Videos muss ich auch Werbung anschauen, zum Beispiel, ne? Alte Underground-Technologie. Ohne Tinkerer wurde alles wie von Geiern zerpflückt. Ich sag Miles Bescheid. Wir können das brauchen. So. Ja, ich weiß, das ist so. Ohne Scheiß. So. Einen Moment. Ich muss mich kurz mal hier anmelden noch. Weil ich wurde ja überall hier abgemeldet, weil ich ja gebannt wurde. Haben die mich überall
Überall haben die mich rausgeschmissen. Aber ich will nichts mehr sagen. Ist halt so, ne? Oh fuck. 8-4. So, einen Moment. Ich hab's gleich. Dann muss ich noch kurz Chat-Einstellungen, muss ich alles, einen Moment, ich muss alles wieder einstellen. Die haben alles gelöscht hier. Mir hat vorher einer geschrieben, schaut mal her, das ist jetzt was anderes, das pinne ich an, das kommt ganz hoch. Mir hat einer geschrieben, nachdem ich heute wieder entbannt wurde, hat mir einer geschrieben, ich lese es euch mal vor. Also, mir hat einer geschrieben, ist egal wie ihr heißt, bei Twitch, es haben vorhin bereits Leute einen 48-Stunden-Bann von Twitch bekommen, das ist kein Scherz. Insomniac Games, das sind ja die Entwickler, guckt sich auf Twitch an, wer bereits 2 Tage zu früh dran ist, meldet diese Leute und Twitch handelt innerhalb einer Stunde und macht den Stream dicht. Und er hat noch geschrieben, Insomniac Games sind auch jetzt gerade schon unter deinen Zuschauern. Hat mir einer geschrieben. Na, also die sitzen bei mir im Stream. Und, suchen die Leute raus und, tun die Leute dann, melden und bannen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze glauben soll. Ich habe keine Ahnung. Na, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir das vorstellen. Also heißt keine 2 Tage vorher, na? Einen Tag vorher werde ich... Mike ist international. Weil ich fand es halt komisch. Ich konnte... Jetzt kommt's. Keine Beschwerde bei Twitch einlegen, sondern ich musste direkt eine E-Mail direkt an die Entwickler schreiben. Direkt an die Entwickler. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Nicht, dass ich deswegen jetzt schon wieder eine auf den Sack krieg. Aber ich suche die E-Mail mal raus. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Wartet mal. Es ist in der Stadt praktisch. Aber ich hab's gleich. Ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. You have received a copyright takedown. Bin gefeuert. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Das kam nicht von Twitch direkt. Also schon. Aber es kam normal. Schaut mal her. Ich zeig's euch. Vielleicht seht ihr das. Schaut euch mal an. Direkt vom Entwickler kam das. Könnt ihr die E-Mail lesen? Jonas schon Hausputz? In etwa. Da, das ist Insomniac Games. Direkt vom Entwickler habe ich eine ein Strike gekriegt. Jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, direkt. Na? Na dann. Der Thomas, der Bruder. Krass, ich sag's euch, ey. Was ist da drin? Unverkaufte Sympathia-Bücher. Und so? Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Ja. Niemanden interessiert Simkaria. Natürlich ist es verständlich. Ich will ihm auch gar nicht widersprechen. Darum geht's ja nicht. Und es geht halt. Ja, ich wurde halt gebumst, ne? Oh Mann, ey. Der Ehrenbruder Thomas. Der Thomas wird auf ewig hier verewigt werden. Ich hab noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ich kann sowieso nichts machen. Mal ein bisschen. Weil, ich sitz am
am kürzeren Cock, na, nicht Hebel, sondern Cock in dem Fall, und so ist es. Na? Das Beste wäre noch, ich hätte eine Beschwerde geschrieben, na? Oh Mann, ey. So richtig provokant. So. Mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Also irgendwas passt bei mir nicht von der Optik. Ah! Jetzt ist schon besser. Ich habe mir schon gedacht, was los ist. Das schaut aber teilweise... Wartet mal. Ich find's... Jetzt darf ich aufräumen. Schade, dass der Lehrerjob nicht geklappt hat. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber... Jetzt darf ich hier rumpennen und aufräumen, nicht. Oder was? Wenn du Zeit brauchst. Also Peter hat seine Frau auf jeden Fall nicht unter Kontrolle, nein, ne? Nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Hey, hast du nochmal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hey, was ist das? Im Hinterzimmer treffen? Oh, ich weiß schon, was hier abgeht. Na? Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber... Jetzt gibt's erstmal 69 hier auf dem Boden. Was hast du da? Oder auf den Kartons, ne? Na? Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Sag Bescheid, was du findest. Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh. Wie niedlich. Okay. Hier sollten ein paar Kerzen stehen. Man stellt doch Kerzen ins Bad, oder? Wo war das Loch gleich wieder? Onkel Ben, du siehst gut aus. Oh, May. Was für eine Brille. So, was läuft bei euch so? Was war das?
Was war was? Peter. Oh, ich, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... Man, irgendwie wirkt das Bild, ne? Ich weiß nicht. Ich hab... Habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Ich arbeite noch dran. Komm schon. Na los, nur zu. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. Ein Moment. Das stört mich richtig. Übelst. Aus. So, jetzt. Das war das Filmkorn. Ich weiß gar nicht, wer da drauf steht, ne? Aber ich stehe nicht da drauf. Ich mache jetzt alles wieder an. Also mir gefällt es auf jeden Fall nicht. Na, außer ich denke mal, einem gefällt die Badewanne von euch. Die Zeit ist um, echt? Warte. Ach, scheiße. Ach, wir haben schon 21:20 Uhr. Krass. Boah, ich bin voll rot hier, ey. Es juckt auch so krass, ey. Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall wieder freier. Ich fühle mich freier wie ein Freier. So, okay, krass. Morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. MJ! Na ja, es juckt, die Maske juckt. Irgendwie da hinten. Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Oh. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Die Maske ist schon echt geil. Gehört. Tut mir so leid. Boah. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das gleiche wie bei deiner Mom? Es war Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Die Maske ist geil. Harry, das ist... Also meinte ich, sollte die wieder aufsetzen, ne? Siehst toll aus. Ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Also meinte ich, soll's wieder aufsetzen? Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumkaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Spritztour? Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte,
Bei einer Spritztour wäre ich auch dabei. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Ich hab auch noch eine Kratos-Maske, ne? Es hat sogar die gleiche. Harry ist ein Perversling, ey. Und das ist echt nicht mein Fahrrad? Bereit? Ja, wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal, was hast du alles so getrieben? Edelstahl 12 Kilo? War Vertretungslehrer. Ich hab schon mal eine Maske hier von einem Highschool-Schüler. Ein Helm. Er ist was Besonderes. Von einem Spartaner. Ich habe mir extra eine anfertigen lassen. Aber ich muss sagen, das war bestimmt verrückt. Ich hab, nee. Das war so riesig, der Helm. Harry, warum hast du nicht gesagt, ich hatte die damals zu Assassin's Creed Odyssey hatte ich die an. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank. Nee, habe ich nicht mehr. Ich hab den verkauft. Habe ich nicht mehr. Ich habe bestimmt noch Bilder auf dem Handy oder so. Moment. Ich habe damals Odyssey. Dem Zeitpunkt, bevor ich es angefangen habe, habe ich mir eine machen lassen. Extra. Und ich muss euch sagen, das Ding, das war richtig schwer. Das war ein richtiger Helm aus Metall und. Sieht doch genauso aus wie vor 10 Jahren. Ich muss mal gucken, ob ich noch Bilder habe. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop... Ich hab bestimmt noch ein Bild, wartet mal. Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb, daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Von 69 habe ich auch ein paar Bilder hier, die kann ich euch aber nicht zeigen. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Von 69er Stellung. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Der 69er, Mike. Oh, da ist sie. Die Luft ist rein. Da. Komm. Da habe ich sie in der Hand. Sicher, dass der Stick in deinem Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Weiß nicht. Ich bin oder? Keine Angst, er ist da. Oh, geil, ey. Ach. Der 69er wird auch interessant. Der 69er. Ja, das sind Bilder, die kann ich euch nicht zeigen. Die sind zu intim. Da könnte man wahrscheinlich mein bestes Stück sehen und das möchte ich nicht. Mein Handy hat sich aufgehört. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich auf OnlyFans bin. Zeig uns den Rookie des Monats, ja. Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Warte, wer sieht uns? 69. Man kann auch mal auf Pornhub streamen, ja. Das wäre eine Idee. Ziel einfach auf was Lautes. Ach so, mir ging's. Okay, ey. Haben alle Servus. Das ist ein schönes Defensivspiel. Und wir sind mit 2 Outs zurück auf der Plate. Jetzt ist der letzte Flash? Spieler. Mach dich auf was gefasst. Ja. Gut. Jetzt los. Sowas machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey, ganz vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh, gibt es überhaupt noch das Video von mir, wo ich in Boxershorts hier auf dem Stuhl stehe? Gibt es bestimmt noch auf Twitch, oder? Clips?
Hey, wer ist da? Wir haben Ärger, wir haben Ärger. Hilfe! Lena, ist es weg? Ist weg, oder? Nein, ich hab nichts mehr. Wo bist du, du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Ich müsste mal meine Lenzschießer auffüllen. Moment. Im Fotolabor habe ich noch mehr Lenzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Die, ja, ich werde mit der Maske dann schlafen. Na, werd doch noch einen Erotikfilm damit drehen. Also los. Na. Ein Erotikfilm. Na. Ja, werde ich vorher in Discord reinschicken. Das ist meine Spider-Man-Maske. Den Geist von Midtown gibt es nicht. Das ist meine Spider-Man-Maske. Ich setze sie nochmal kurz auf. Na? Damit drehe ich Erotikfilme. Na? Falls ihr das nicht gewusst habt. Na, mein Darstellername ist Spider-Cock. Na. Und ja. Genau. Und mein Film ist Come Shot Paradise. Also der nächste ist in Arbeit, das wäre dann der zweite. Na. Lüftungsschächte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ey. Hey, wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Ich weiß, ich habe sie irgendwo hier drunter gelegt. Okay, ich bin mal nicht so. Hab sie. Ich. Oh, Mist. Das sieht besser aus, meinst du? Meinst du, ich soll es auflassen? Geh weiter, geh weiter. Melvin? Aha. Ich sollte wirklich rausfinden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Und jetzt zu Harry in die Turnhalle. Mist, die Turnhalle ist auf der anderen Seite des Ventilators. Mein Rucksack, den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Doch. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Was war das? Ich mach mich aus dem Staub. Du kannst bleiben, wo du bist, Junge. Lauf nicht weg. Ich wette, Harry ist schon in der Turnhalle. Schnell! Right Field, Rick. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Sorry für das Chaos, Rick. Okay. Sorry für das Chaos, Rick. Kein Geist, nur eine Spinne.
Klar, dass er das nicht hört, ne? Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Es kommt alles wieder. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Stimmt, deine Schuld wieder. Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. So, weil du, du saugst komplett alles voll mit deinen Videos. Weil du die ganze Zeit Videos glotzt.